Die Tagesschau, meine Damen und Herren. Guten Abend. Heute Samstag mit diesen Themen. Appell für den Frieden. Der Papst verurteilt bei seinem Besuch im Irak religiösen Terrorismus und trifft den höchsten schiitischen Geistlichen. Bald mehr Stoff. Auch die Vakzine von AstraZeneca stehen in der Schweiz vor der Zulassung. Briefmarke als Hemmschuh. Mit Corona gewinnt die briefliche Stimmabgabe an Bedeutung. Immer mehr Gemeinden übernehmen deshalb das Porto. Provokateur im Nobelort, der britische Konzeptkünstler Damien Hirst, inszeniert in St. Moritz seine Werke. Und viele Wolken im Süden und in den Alpen, am Morgen noch ziemlich sonnig. Der Papstbesuch im Irak, symbolträchtig und international von großem Interesse. Zum ersten Mal überhaupt besucht ein katholisches Kirchenoberhaupt den Irak, das Land, in dem der IS jahrelang gewütet hat, auch gegen die christliche Minderheit. Interreligiöser Höhepunkt war das heutige Treffen mit dem höchsten schiitischen Geistlichen. Zur gemeinsamen Schlusserklärung kam es nicht. Immerhin aber gilt der heutige 6. März im Irak nun als Tag der Toleranz. Wochenlang schon hat der Kirchenchor der kleinen Stadt Najib geübt für den Papst. Sein Besuch bedeutet für die christliche Minderheit im Irak einen Höhepunkt. Es ist ein schönes Gefühl, den Papst sehen zu dürfen und an einer Messe teilzunehmen. Unser Priester hat dafür spezielle syrische Gesänge ausgewählt. Seit gestern reist der Pontifex mit seiner Entourage durch den Irak. Corona-konform sind alle geimpft, somit können Hände auch wieder symbolkräftig gedrückt werden. Nicht minder symbolisch reiste der Papst heute an den angeblichen Geburtsort von Abraham, dem gemeinsamen Übervater der Christen, Juden und Muslime. Hier, wo unser Vater Abraham lebte, fühlen wir uns zu Hause. Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt sind nicht aus einem religiösen Herz geboren. Sie betrügen die Religion. Da, wo Christentum, Judentum und Islam vereint sind, rief er zum gemeinsamen Dialog unter den Religionen auf und verurteilte religiösen Terrorismus. Wir Gläubigen dürfen nicht schweigen, wenn Terrorismus die Religion missbraucht. Höhepunkt war der Besuch beim höchsten schiitischen Geistlichen, Großayatollah Ali al-Sistani. Hinter verschlossenen Türen traf der Papst den Geistlichen, der auch großen politischen Einfluss genießt. Die Hoffnung, dass die beiden eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen könnten, war allerdings vergeblich. Das Büro des Ayatollahs ließ lediglich verlauten, dass auch die christliche Minderheit in Frieden und Sicherheit leben soll. Friede und Sicherheit verlangt der Ayatollah für die christliche Minderheit ganz generell. Pascal Weber, welchen Eindruck hinterlässt der Besuch des katholischen Kirchenoberhaupts im Land Irak? Der Besuch von Papst Franziskus weckt hier im Irak ganz ehrlich weit größere Emotionen, als ich mir das im Vorfeld selbst vorgestellt hätte. Heute haben beispielsweise irakische Soldaten am Grenzübergang zwischen der autonomen Kurdenregion und Mosul ausländischen Besuchern und Journalisten freudestrahlend zugerufen. Morgen kommt der Papst hierher. Und sie haben die ausländischen Besucher einfach so durchgewunken. Besucher, die sie sonst immer ganz genau kontrollieren. Es ist wohl dieses Zeichen, dass der Papst diese Reise überhaupt schon auf sich genommen hat, dass er tatsächlich hierher gekommen ist, dass eine Hoffnung ausstrahlt, auf die die Irakerinnen und Iraker in ihrem geschundenen Land so sehnlichst gewartet haben. Der Pontifex wirbt für Frieden. Wie viel kann sein Besuch oder kann er tatsächlich zur Versöhnung der religiösen Gemeinschaften beitragen? Wir dürfen uns keine Illusionen machen. Die Tagespolitik wird schon übermorgen hier wieder Überhand nehmen. Und trotzdem hat beispielsweise gerade dieser Besuch von Franziskus heute bei Großayatollah al-Sistani weit mehr transportiert als reine leere Symbolik, sondern es war der handfeste Beweis dafür, dass Brücken gebaut werden können, selbst dort, wo sie eigentlich nicht zu erwarten sind. Der Papst besucht den Irak in Zeiten der Pandemie. Erbil steht auf dem Programm und Mosul, wo einst das IS-Kalifat ausgerufen wurde. Es ist eine Reise mit vielen Risiken. Wie steht es um die Schutzmaßnahmen?
Es ist tatsächlich eine sehr riskante Reise. Virologen haben bereits im Vorfeld davor gewarnt, dass nach der Papstreise die Covid-Fallzahlen nach oben gehen könnten. Und das kleine christliche Städtchen Karakosch nahe Mosul, das der Papst morgen besuchen wird, ist bereits seit mehreren Tagen mehr oder weniger abgeriegelt. Es ist aber wohl genau diese Tatsache, dass der Papst diese Reise trotz all dieser Gefahren tatsächlich auf sich genommen hat, dass er nicht wieder verschoben hat, dass er nicht abgesagt hat. Diese Tatsache, dass er hierher gekommen ist, die bringt ihm hier im Irak ganz großen Respekt von allen Seiten ein. Danke, Pascal Weber in Erbil. Die Kritik am Vorgehen der Schweizer Behörden gegen die Pandemie reißt nicht ab. In Chur haben heute über 4000 Personen gegen die Anordnungen der Behörden demonstriert. Ähnliche Proteste hatte es hierzulande auch schon andernorts gegeben, aber mit geringerer Teilnahme. Zum Marsch aufgerufen hatte der Verein Stiller Protest. Die Demonstration war von der Churer Polizei bewilligt worden, unter Auflagen. Die Maskentragpflicht wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedoch nur teilweise befolgt. Seit Anfang Jahr läuft in der Schweiz die Impfoffensive gegen Covid-19. Bisher haben rund 300.000 Menschen beide Dosen erhalten, sind also vollständig geimpft mit einem der beiden bisher zugelassenen Vakzine Moderna oder Pfizer-BioNTech. 1,3 Millionen Impfdosen hat die Schweiz bisher insgesamt erhalten. Nun wird die Forderung nach zusätzlichen Impfstoffen und vor allem nach schnelleren Zulassungen laut. Stefan Drahtgeber und Christian Rentsch berichten. Impfstoffe sind rar. Alle warten auf die Spritze mit dem immunisierenden Wirkstoff. Der Bund hat bisher Verträge mit 5 Impfstoffherstellern abgeschlossen und sich folgende Anzahl Impfdosen vertraglich gesichert. Pfizer-BioNTech 3 Millionen Impfdosen, Moderna 13,5 Millionen, AstraZeneca 5,3 Millionen, CureVac 5 Millionen, Novavax 6 Millionen. Von diesen 5 Herstellern sind jedoch nur die beiden ersten zugelassen. Geliefert wird erst, wenn die Zulassung durch Swissmedic erfolgt ist. Der Impfstoff von AstraZeneca ist bisher nicht zugelassen, was SVP-Gesundheitspolitikerin Verena Herzog nicht gutiert. Für sie ist klar, dass weitere Impfstoffe dringend nötig sind. Die Sicherheit des Impfstoffs ist zweifellos wichtig. Aber wenn in Großbritannien 6,5 Millionen Menschen damit geimpft wurden und man sehr gute Erfahrungen gemacht hat, dann frage ich mich, was kann denn Swissmedic besser? Swissmedic schreibt SRF: Bei den bisher in der Schweiz zugelassenen Covid-19-Impfstoffen standen Swissmedic aussagekräftige Ergebnisse großer klinischer Studien zur Verfügung. Bei AstraZeneca ist dies bisher anders. Swissmedic wie auch die US-amerikanische FDA können im Moment gestützt auf die vorliegenden Daten die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität nicht abschließend beurteilen. Christoph Berger kann die Forderung nach einer raschen Zulassung jedoch verstehen. Bis jetzt hätten allerdings Studien zur Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca für Ältere gefehlt. Die neuen Studien zeigen eine 80-prozentige Reduktion der Hospitalisationen bei geimpften Patienten mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und sie zeigen in England eine 60-prozentige Reduktion der symptomatischen Infektionen nach einer Dosis. Diese Daten sind sehr gut, sie müssen einfach noch, wie üblich, wissenschaftlich überprüft werden. Dies könne 3 bis 4 Wochen dauern. Christoph Berger geht davon aus, dass bis im Mai genügend Impfstoffe der bisher zugelassenen in der Schweiz vorhanden sind. Während sich die Schweiz doch an Corona-Regeln wie Treffen in Kleinstgruppen halten muss, kehrt anderswo das normale Leben zurück. Zum Beispiel in Sydney. Es ist wieder Mardi Gras. Nicht wie sonst mit Hunderttausenden Teilnehmern, aber immerhin, die Veranstaltung kann stattfinden. Sie wurde ins Cricket-Stadion von Sydney verlegt. Rund 23.000 Zuschauer dürfen von den Tribünen aus, mit einem gewissen Sicherheitsabstand versteht sich, die Tanzeinlagen auf dem Spielfeld verfolgen. Statt wie üblich bunte Wagen am großen Straßenumzug durch die Innenstadt gibt es heuer fantasievolle Kostüme und wenig Körperbedeckung als große Mardi Gras-Show. Auch Israel lockert weiter. In Tel Aviv durften gestern Abend 500 Leute an ein Open-Air-Konzert. Ein gewichtiges Symbol für die Rückkehr zu Lebensfreude und Normalität.
So ganz normal war das Konzert des israelischen Popsängers Ivri Lida dann aber doch nicht. Zwar musste kein Mindestabstand eingehalten werden, aber Maske war Pflicht. Und mit den 500 zugelassenen Besuchern war das Bloomfield-Stadion in Tel Aviv mit seinen 30.000 Plätzen nur spärlich gefüllt. Das trübte die Freude aber nicht. Ich fühle mich großartig, glücklich und entzückt. Ich hoffe, es kommen jetzt bessere Zeiten und wir kehren zurück zu unserem normalen Leben und zum Spaß. Zum Konzert zugelassen war nur, wer nachweislich 2 Covid-Impfungen erhalten hat. In Israel ist das bereits bei jedem zweiten Einwohner der Fall. Die hohe Impfquote hat die Behörden veranlasst, rasch Öffnungsschritte einzuleiten. Wir veranstalten dieses Konzert, weil wir die Kultur zurück wollen und unser Leben. Derzeit sind in Tel Aviv 4 solcher Konzerte geplant. Die Bilder vom langsamen, qualvollen Tod von George Floyd gingen um die Welt. 9 Monate ist es her, seit der Unbewaffnete in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz starb. Am Montag beginnt nun die juristische Aufarbeitung mit der Juryauswahl für den Prozess gegen den Polizisten, der Floyd getötet haben soll. Nach dem Vorfall war es zu großen Demonstrationen, aber auch zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Deshalb erhöht die Stadt vor dem Prozess jetzt die Sicherheitsvorkehrungen massiv. Aus Minneapolis, Philipp Inauen. Vorbereitung auf die Proteste und mögliche Ausschreitungen. In der Innenstadt von Minneapolis werden Fenster verbarrikadiert. Das Gerichtsgebäude, wo der Prozess stattfindet, wird abgeriegelt, um Demonstranten fernzuhalten. Die Einwohner sind verunsichert. Die große Mehrheit will einfach friedlich ihre Meinung äußern. Ich glaube, die vielen Absperrungen senden ein schlechtes Signal. Hoffentlich bleibt alles friedlich. Die Stadt kündigt an, dass hunderte Polizisten im Einsatz sein werden, unterstützt von der Nationalgarde. Wir werden keine illegalen Handlungen zulassen. Angriffe oder Randalieren werden wir nicht tolerieren, genauso wie Brandstiftung. Solche Bilder will Minneapolis um jeden Preis verhindern. Nach George Floyds Tod im letzten Jahr gerät die Situation außer Kontrolle, Geschäfte werden geplündert und in Brand gesteckt. An der Lake Street außerhalb des Zentrums sind die Schäden bis heute sichtbar. Schäden, die in die Millionen gehen. Hier verbarrikadieren deshalb vor dem Prozess ebenfalls zahlreiche Geschäfte die Fenster. Auch die Apotheke von Elias Usso wurde im letzten Jahr geplündert. Er zeigt uns die Fotos. So hatte es gleich nach der Zerstörung ausgesehen. Das zu sehen hat sehr wehgetan. Er macht sich Sorgen, dass sich alles wiederholt, will aber nicht zu viel darüber nachdenken. Es könnte wieder passieren, aber ich hoffe es nicht. Ich versuche, keine schlaflosen Nächte zu haben, denn es gab nichts, das ich damals hätte dagegen machen können. Minneapolis vor unruhigen Zeiten, denn vor dem Gerichtsgebäude wird es nächste Woche sicherlich mehr Leute haben als derzeit. Bereits am Montag zum Start der Juryauswahl sind erste Demonstrationen angesagt. Die Stimmung in der Stadt ist dementsprechend angespannt. Wie friedlich die Demonstrationen verlaufen werden, hängt auch vom Verlauf des Prozesses ab. Und da dieser mehrere Wochen geht, wird die Ausnahmesituation in Minneapolis über längere Zeit bestehen bleiben. Zurück in die Schweiz. Morgen ist großer Abstimmungssonntag und in einigen Kantonen wird außerdem gewählt. Die Kampagnen im Vorfeld abermals reduziert wegen Corona. Auch wegen Corona wird die briefliche Stimmabgabe zunehmend wichtiger. Deshalb übernehmen immer mehr Gemeinden die Portokosten dafür. Steigern 85 Rappen die politische Beteiligung? Felicie Notter berichtet. In Prix bei Lausanne lag die Wahlbeteiligung bei den letzten Kommunalwahlen unter 40%. Nun fürchtet die Gemeinde, dass Corona die Menschen zusätzlich vom Urnengang abhalten könnte. Darum übernimmt sie erstmals die Portokosten für die Briefwahl. Es ist eine sehr schwierige Zeit für die Bevölkerung. Darum haben wir uns gefragt, was für ein Plus wir ihr geben könnten. Einen Anreiz, damit die Leute ihre Bürgerpflichten erfüllen. Darum haben wir uns für die Gratisfrankierung der Stimmkuverts entschieden.
Ein Trend während Corona, wie Marc Schelker beobachtet. Seine Studie zeigt, dass das Gratis-Porto die Stimmbeteiligung tatsächlich um 1,8 Prozentpunkte steigern kann. 1,8 Prozentpunkte sind halt relativ viel, wenn man es vergleicht mit einer durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 40%. Also hochgerechnet ist das eine Erhöhung um etwa 4%. Das zweite Argument ist, dass natürlich auch bei knappen Entscheidungen schon kleine solche Verschiebungen einen großen Effekt haben können. 85 Rappen seien nicht viel, doch nur wenige hätten heute noch eine Briefmarke zur Hand. Bestrebungen für ein Gratisporto auf nationaler Ebene scheiterten bisher. Schweizweit ist die briefliche Stimmabgabe sehr unterschiedlich geregelt. In diesen Kantonen ist sie generell kostenlos. Vielerorts ist die Frage explizit den Gemeinden überlassen. Und hier ist die Briefwahl grundsätzlich kostenpflichtig. Gemeinden können sich aber dennoch entscheiden, das Porto zu übernehmen, wie derzeit Pri. In der Gemeinde Muri bei Bern hat man sich nach einem Pilotversuch gegen das Gratisporto für die Briefwahl entschieden. Die Stimmbeteiligung habe sich nicht wesentlich erhöht. In der Abwägung musste einfach gesagt werden, diese Aufwendungen sind für die Gemeinde zu hoch, wenn man andere Budgetbeiträge auch streichen muss. Und es für den einzelnen Gemeindebürger 4 Franken an Portokosten ausmacht pro Jahr. Trotz neuer Forschungsergebnisse, das Gratisporto hat nicht immer Priorität, gerade in Zeiten knapper Budgets. Resultate, Reaktionen und Einschätzungen zu allen eidgenössischen Vorlagen und zu den Wahlen in verschiedenen Kantonen gibt's morgen im Abstimmungsstudio ab 12 Uhr laufend hier auf SRF 1 oder auf srf.ch oder auch in der SRF News App. Und natürlich kompakt gebündelt in der Tagesschau. Hauptausgabe morgen Abend, wie immer um 19.30 Uhr. Glarus sticht St. Gallen aus. Das eidgenössische Schwing- und Elblefest 2025 findet in Mollis und damit zum ersten Mal im Kanton Glarus statt. Das haben die Abgeordneten in einer schriftlichen Wahl entschieden. Was eher überrascht, im Vorfeld hatte St. Gallen als Favorit gegolten. Mit einer knappen 500.000 Besuchern gehört das ESAF zu den größten Sportevents der Schweiz. Von den Bösen zu den Schnellen, Ski Alpin. Beat Feutz kommt im österreichischen Saalbach der Abfahrtskristallkugel wesentlich näher. Bei der zweitletzten Abfahrt dieses Winters kann der Schweizer seinen Vorsprung in der Disziplinenwertung weiter ausbauen. Kurz nach seiner Darbietung weiß Beat Feutz noch nicht genau, was das ist. Trost oder doch Gratulation? Augenblicke später stellt er fest, Letzteres. Matthias Meyer, sein Antagonist im Duell um die Abfahrtskrone, klassiert sich hinter dem Schweizer, wird Dritter. Trotz Startmühen fährt Feutz auf Rang 2. 68 Punkte liegt er nun vor dem Österreicher. Zu fahren ist nur noch der Saisonfinal in Lenzerheide. Feutz steht abermals vor dem Gewinn des Abfahrtsweltcups. Es wäre der 4. in Serie. Der Tagessieg geht an Vincent Kriechmeier. Marco Odermatt realisiert mit Rang 5 sein bestes Karriereergebnis in einer Weltcup-Abfahrt. Bei den Frauen hat heute der erste Slalom nach den Weltmeisterschaften stattgefunden. Auch hier mit erfreulichem Ausgang aus Schweizer Sicht. Nach der Enttäuschung an der Weltmeisterschaft in Cortina vor 2 Wochen ohne Medaille ist Wendy Holdener wieder zurück auf dem Podest. Sie wird beim Slalom im slowakischen Jasna starke Dritte. Ein paar Schwünge waren sehr gut. Gewisse hätte ich sicher noch besser machen können. Aber ich dachte, das lange nicht für den Sieg, aber ich dachte, es war gut. Gewonnen wird das Rennen von Michaela Schifrin. Die US-Amerikanerin setzt sich vor der slowakischen Lokalmatadorin Petra Vlhová durch. Ebenfalls Grund zum Jubeln hat Michelle Gysin. Sie beendet das Rennen auf Platz 5 und zeigt sich in der Disziplin Slalom weiterhin enorm konstant. Wer derzeit durch St. Moritz streift, kommt an ihnen nicht vorbei. Am See und im Dorfzentrum tummeln sich eigenartige Wesen. Werke des Kunst-Popstars Damien Hirst. Weltbekannt sind sein Hai in Formaldehyd oder der mit Brillanten bespickte Totenkopf. Dass Damien Hirst, einer der bestbezahlten Künstler weltweit, seine Werke ausgerechnet im Nobelort im Engadin inszeniert, ist kein Zufall. Uta Kenter. Damien Hirst liebt die Provokation. Und er scheint ein Faible für St. Moritz zu haben. Denn ausgerechnet hier stellt er aktuell an verschiedenen Orten einen Querschnitt seiner Kunst aus.
Wie diese über 6 Meter hohe Bronzeskulptur, die seine Vorliebe für medizinische Sujets zeigt. Dieses vergessen wirkende Meeresrelikt ist über und über mit Korallen und Algen bewachsen. Alles fake, alles vom Künstler nachgebildet. Hirst liebt das Spiel mit der Täuschung. Die Installation dieser Skulptur The Monk, der Mönch auf dem zugefrorenen See, war ein Risiko. Doch Damien Hirst und sein Team scheuten weder Kost noch Mühe, um das Werk dem Publikum in St. Moritz zu präsentieren. Mitproduzent dieser ersten öffentlichen Ausstellung in der Schweiz ist der Galerist Marco Voena. Damien Hirst, der als einer der höchst bezahlten Künstler gilt, hat die Ausstellung selbst finanziert. 3 bis 4 Millionen sei der Mönch wert, sagt Voena. Fürchtet er nicht, dass er gestohlen oder zerstört wird? Damien mag die Idee, dass die Leute die Kunst berühren können. Und es ist unmöglich, es zu stehlen, weil es zu schwer ist. Es ist sehr stark. Es wiegt 1 Tonne. Ein weiterer Ausstellungsort, die reformierte Kirche in St. Moritzdorf. Hier wird unter anderem Hirsts Kalb in Formaldehyd gezeigt. Im Forum Paracelsus inszeniert Hirst seine berühmten Punktgemälde. Die Ausstellung ist nicht kommerziell, doch man wird den Eindruck nicht ganz los, als wolle der Künstler hier sein Werk an St. Moritz reiche Kundschaft bringen. Doch das sieht der Gemeindepräsident von St. Moritz, Christian J. Jenny, sehr entspannt. Ich glaube, das ist ganz klar, dass er sehr bewusst St. Moritz ausgewählt hat, weil er genau weiß, dass diese Stadt widersprüchlich ist, dass es dort Leute gibt, die kaufkräftig sind. Und da glaube ich schon, da ist auch eine gewisse Berechnung dahinter. Aber das ist völlig egal. Es ist wohl eine Win-Win-Situation. Künstler wie Damien Hirst werten die Region auf. Und das braucht das Engadin in Zeiten, in denen der Skitourismus an Bedeutung verliert. Die Damien Hirst-Ausstellung dauert noch bis Ende Monat. So viel von uns, jetzt Meteo und nach dem Wort zum Sonntag. Wer wohnt wo? Wir sind danach zurück um 22.15 Uhr. Schönen Fernsehabend und bis später.